Moin, meine lieben Freunde, willkommen zurück zum freien Training von Russland mit dem Virus. Hallöchen, Popöchens, grüß euch, willkommen in Russland, Väterchen Russland, so ist das, so muss das. Mit dabei, der liebe Camillo, ja. Neue Runde, neues Glück, neuer Stress, vorprogrammiert. Ja, der Daniel, das hatte ich jetzt mit seinem Mikrofon da, der Puck, 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 ne? Ja, ich muss gerade was umstellen, so ein bisschen. So. Alles klar, haut besser hin. Hat sich was verschoben. Wollen wir nochmal gucken. Das ist die Strecke. Achso, das ist die Heimstrecke von meinem Teamkollegen. Muss ich nur aufpassen, dass der Drecksack mich nicht wieder raushaut. Ach, was will ich denn da? Ich habe schon, wo die Kameras aus waren, habe ich dem erstmal ein bisschen Tritt in die Seite gegeben, dass er Oh, Bescheid da weiß. rein. Qualifying. Okay. Also. So, Training. Mal gucken wir noch mal Kein eben. Regen. Sehr schön. Genau, kein Regen, Lass mal ein nirgends. paar Runden absolvieren. Ist nicht wahr, Jeff. Jute alte Jeff. Nein, ich heiße Mark. Ach du Scheiße. Beschissenes Timing-Virus. Ach Quatsch. Ferrari und AMG vor mir. Mercedes. Petronas. Ja, was soll ich denn sagen? Ich habe wieder dich vor mir. Wo kommst du denn auf einmal weg? Ja, aus der Boxengasse. Das heißt für mich wieder extra auf meinen Spoiler aufpassen. Oh, der Hamilton, ne? Die alte Kackwurst. Oh, Virus, die alte Kackwurst hier. Kommt auch nicht vorwärts. Hier auf der Strecke muss ich die Kurven unbedingt ausnutzen, weil auf den Geraden wird es sonst schwierig. Ah, doch. Ist ja doch kein Ferrari, ist ja doch ein Red Bull. Ich dachte, das wäre Ferrari vorhin gewesen. War ja auch so ein bisschen rot dabei. Okay, aber ganz schön farbenblind. Alter, entweder fährst du oder lässt es sein. Alter Maulaffe, ey. Wir sehen geringfügige Schäden am Ja, deine Regenfüge. Jeff, sei ruhig. Danke. Gut, dass ich hier ein bisschen mehr gebremst habe, sonst wäre ich dem Ricciardo voll hinten drauf gezimmert, ey. Ja, der bremst manchmal, das ist. Ja, und mir dann noch in die Karre fahren. Oh, Daniel, nicht so viel bremsen, Mensch. Bremst hier immer noch zu viel auf der Strecke. Ja, muss bremsen, sonst gehst du ja weg. Ja, aber an manchen Stellen zu viel. Ah, zu viel Gas gegeben. Shit. Boxenstopp.
Boxenstopp. Hab ihm mal zu viel Gas gegeben und zu weit rausgekommen, dann ist schon wieder vorbei. Ja, Russland finde ich von der Strecke her jetzt nicht unbedingt schwierig. Nur was man hier am besten für Einstellungen nimmt, ist das Problem. Weil du auch viele Geraden hast und... Ja, du brauchst Kurven und Geraden, da musst du... Na. Schwierig, da die richtige Performance zu finden. Aber ich glaube, hier könntest du eher mehr auf Kurven bauen, als dass du auf Geraden baust. Ja, ich weiß es nicht. Scheiße. Lilane Zeit gehabt. Yeah. Ja, ich auch. Ja. Oh. Ach, hier ist das Ding erst. Jo, machen wir doch glatt einmal Boxen frische Reifen. Stop. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Jo, da war Perez auf einmal durchsichtig. Da war ich, obwohl ich gar nicht hinter ihm war. Auf einmal war ich schon in ihm drinne. Und ich denke, Alter, was? Bisschen merkwürdig, ey. Jo. Ja, macht mal hin, ich will Sachen ändern hier. Uiuiui, ein Wunder, hier darf man mal wieder mit Ultrasoften fahren. Okay. Ja, warum nicht, wenn du es hier einstellst? Ja, bei manchen Strecken gibt es ja keine Ultrasoften. Mann, dann denke ich, will Boxenstopp. Also, ich verarsche mich gerade selber, ey. Jetzt zwei, dreimal hintereinander schön gute Zeit gefahren. Und ich denke, okay, wenn ich jetzt, hier könnte ich reinfahren. Auf einmal sehe ich oben mega grüne gute Zeit. Ich, okay, alles klar, da fährst du aber durchs Ziel. Küken tun.
Krawall und Boxengas Rasen. Ich fahr rein. Die hat jetzt gerade noch mal grün gehabt, aber wollt jetzt. Hm. Weil ging auf die Kurve zu, da von 500 plus grüne Zeit auf Hundertstel nur runter. Ich dachte, nee, egal. Wahrscheinlich hing es da von dieser einen Kurve ab, jetzt hier vor der Start- und Zielgeraden. Das kann gut sein. Da hätte ich wahrscheinlich jetzt nochmal eine Zeit rausgeholt, aber das reicht mir. Erstmal, Qualifying steht ja auch noch an. Oh, klar. Ich wollte Jeff jetzt auch nicht verarschen, der hat mir nicht mehr geglaubt, wenn ich beim nächsten Mal in die Boxengasse käme. Der gute alte Jeff, nein, die scheiße Mark. Mark Foster. Der auf Ferrari fährt. Ja, guck mal, sind auch viele draußen. Immer gut, dass ich reingefahren bin. 11 von 20. Ja, guck mal, Camilo 1,43. Ja, aber ich denke mal, da wird jetzt noch mal. Bist du jetzt eigentlich in der zweiten Runde? Mhm. Da ist er, Camilo. Oh, und hinten rein. Ach nee, ey. Ich hätte so eine Top-Zeit rausgeholt, wenn dieser Vogel nicht da so Burnout, Burnout, rechts rum Burnout. Ja, das ist scheiße. Karre kommt einfach nicht rum, obwohl du gar nicht viel Gas gibst, ne? Der Lenkeinschlag ist wie beim Transporter oder sowas, der. Ja, die Zeit ist wieder im Arsch, das kann man nur noch eine Runde fahren. Wenn der Spoiler ist. Nee, kann ich nicht. Ja gut, der Spoiler ist nur gelb. Ich versuch's, aber. Habe ich denn noch genug Sprit dann dafür? Also du bist vom Hamilton, der hat 570 hinten am Ende und du hast 687, beide gleiche Zeit. Ja, das Problem ist, ich habe schon von der Start- und Zielgeraden den Speed konnte ich nicht mitnehmen, deswegen. Oh, Sergio Perez. Perez, du geile Sau, Alter. 1,43 auf dem zweiten Platz mit der Zeit. Schön, also vor Hamilton noch. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 41. Bottas ist 5. Bottas ist 5. Hülkenberg ist noch nicht raus. Vettel fährt. Ist noch nicht. Ja. Live-Übertragung. Da kommt der Kamin. So, wir schauen mal einfach weiter, aber was hier. Der Walter Bottas hängt hier noch am Haas fest. Haas, das war's. Das heißt, der Bottas. Qualifying, hier geht nichts mehr. Der Bottas, der kriegt keine gute Zeit. Weil der hinter der Haas, der blockiert den irgendwie. Ah ja, von der Start- und Zielgeraden jetzt. Boxenstopp. Ah, komm schon. Mit gelbem Spoiler hat man hier bei der Strecke schon Probleme. So, Bottas und. Gehen wir mal nach oben. Bottas hat bis auf den 5. geblieben. Camilo 4. Hamilton 5. Perez 2. Ja. Oh, Bottas außen. Haas ist immer noch vorne. Ja, Bottas wieder eingereiht. Ach. Oh, ist lustig. Wenn mal. Ach, Quatsch. Versucht, die KI zu überholen. Gott weiß es, so scheiße, warum. Der Heus ist sehr stappen. Da habe ich schon Ricardo. Wer war das eigentlich bei 2017, der nicht mehr dabei ist? War das Alonso? Der raus ist? Alonso ist noch dabei. Ne, einer war doch der raus ist, der nicht mehr mitmacht bei der Formel 1. Und der Wehrleine ist ja weg. Der war das. Ja, der ist jetzt ab der neuen Saison weg. Rosberg war letzte Saison, der nicht mehr mitgemacht hat. Ja, 2017, das letzte Rennen bei Dubai und danach war dann. Ach, das war Massa. Jo, mit dem gucke ich gerade zu. Da haben wir den Vettel. So, ich bin dann noch fertig. Nehmen wir die Zeit so wie die ist. Ja, wenn wir wollen, können wir jetzt schauen mit V und so weiter und so fort. Oh, guck mal, der Hamilton hat dann sich auf. Zehntel nach vorne gearbeitet. Wow! Auf dem zweiten Platz. Na gut, meine lieben Freunde, würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich im Qualifying wieder. Haut's da rein. Tschüss. Ciao mit V.